Wir predigen ja und haben auch den Auftrag zu predigen, obwohl eigentlich, wenn man die Bibel liest, die besten Predigten findet. Ich will euch jetzt, was ja wichtig ist, dass man zuerst mal an sich arbeitet und dann am nächsten. Ein Evangelium, wo der Heiland da spricht. Er sagt da nach Matthäus: In jeder Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Glaubt nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. So sollen die eigenen Hausgenossen des Menschen Feinde werden. Ist es noch viel überall doch so, dass es Streit gibt, wenn jemand ein bisschen mehr für Gott da ist, mehr in der Frömmigkeit möchte tun, solange es nicht die Schandespflichte verhindert. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, Jesus, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer seine Seele für sich gefunden hat, damit glücklich ist, der wird sie verlieren. Und wer seine Seele wird verloren haben, um meinetwillen, der wird sie finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat, der Vater. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und jeder, der einem dieser Geringsten einen Trunk reicht, und sei es nur ein Becher frischen Wassers, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Und oft muss man es ja erfahren, dass wenn man etwas gefunden hat, wo man Gott immer besser erkennt, mehr sich in ihm vertiefen kann, finden, glücklich wird mit ihm, dann sind oft die eigenen Hausgenossen: Du spinnst ja, du bist ja nicht normal, oder ist es nicht so? Wobei immer natürlich darauf achten muss, sehr oft geschieht es, dass man, kann es nicht sagen, übertreiben, man kann für die Liebe zu Gott nicht übertreiben, aber die das tun. Vielleicht sagen viele: Schau jetzt mal der ist schon mal verheiratet, geh miteinander, und schau mal die, der ist ja, da weiß man, das ist ein furchtbarer Sünder, und der, ich will jetzt nicht sagen, welche Sünde, aber es gibt ja verschiedene. Der sündigt, und dem geht's scheinbar gut. Sehr gut geht's dem. Und ich, der versuche mit Gebet und allem, mir geht's, wie jemand sagte, hundschlecht. Warum denn? Ist Gott ungerecht? Schließlich muss Gott auch denen doch, Gott ist ja gerecht.
Und niemand ist so schlecht, dass er nicht auch etwas Gutes hat. Also muss ich Gott das jetzt halt schon hier belohnen, bevor er dann zum Satan geht. Wo nur heulen und Zähne knirschen ist, wie Gott der Herr selber gesagt hat.